Hallo! Blase ist leer, kann losgehen. Weltklasse! Herzlich willkommen zur Bastelnacht! Einen wunderschönen guten Abend! Liebe Leute da draußen, hatte ich hier. I have to play. Haben wir hier. Vielen Dank! Danke, Lusumi! Hallöchen, Popöchen! Was geht hier ab? So, ich muss mal gerade mir hier in den Chat zurechtgucken. Zurechtgucken. Vielleicht wird er irgendwann gerade, der Chat. Ach, das Gefühl, ich halte mich hier so schräg auf. Schräg! Ja, womöglich. Was geht ab bei euch? Lass uns ein bisschen, weiß ich nicht, Hallo sagen. Hallo! Guten Abend, German Let's Play, Loki Live, Marco, Chosen, Alpha Hero, Bummelbart. Danke, Bummelbart. Hallo, Chrissy. Rene Zero. Rene Zero. Zerosko. Interagieren Sie. Hallo. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Schwengeldengel, sagt er. Hansen Handbrems, vielen lieben Dank für den Support. Mastermind V8, vielen lieben Dank. Guten Abend, Ölen. Steve Bitt, guten Abend. Desperado. I have to play. Guten Abend, Monroe. Schwengeldengel. Guten Abend, Jarifari. Hallo, Sebastian. Hallo, schön, dass du uns wieder unterhältst mit deiner Bastelnacht. Schon gleich zu Beginn ein riesen Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Kafkas Moonlight, Marco, Yo, Cyber Uno. Cyber Uno ist sehr fleißig am Hochladen. Checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal aus, da, wenn er auf Mucke steht. Originalmusik von schwarzen und silbernen Scheiben. Was heißt Originalmusik? Halt Musik, aber schöne Musik. Einzigartige Musik. Geschmacksmusik. Ramga Ragnar, danke für den Prime Sub Exploder. Auch dir vielen Dank für den Prime Rhymer. Stream funktioniert, bis zum nächsten Mal. Das hätte ich beinahe gesagt. Können Sie Gedanken lesen? Bester Kanal. Cyber Uno 57. Ach, da geht's schon wieder los. Was ist da los? Da irgendwie Konfetti fliegt da oben. Empfehlung. Empfehlung bis jetzt. 2500 Empfehlungen bis jetzt. Die Rakete startet. Wer empfiehlt mich denn hier? Warum werden wir empfohlen? Ja. Cheer 1000. Cheer 1000. Danke, Chrissy. Meine Güte, das dauert ja hier noch wieder. Was passiert da gerade? Ravioli Rip ist auch am Start. Danke für den Prime, Mann. Was geht ab? Nike. Danke dir. Schwengeldengel. Nike 77. Hallöchen. Mastermind, nee, sehe ich. Nick the German. Marshall Hefezopf. Aloha. Jetzt? Danke, Marco, für deine Geschenksubs. Crazy Dude, danke dir für die 5 in die Runde. Wuff, wuff. An Xess, an Konstel, an Kastagnettenschwinger, an Erdnatz, an Camp Mania. Was geht ab, Camp Mania? Wir wollten immer noch mal CS. CS. Wäre mal schön. CS, ja, warum nicht, ne? CS, ja. Hier liegen überall Schrauben. Guckt euch die Scheiße hier an. Mein Tisch sieht aus, wie ein Tisch halt aussieht. Ja. Als hätte er letzte Woche hier eine Sendung gemacht und hat jetzt vergessen, dass er heute wieder eine Sendung macht. So ungefähr zumindest. Kann man mal sagen. Ich habe schon wieder Lob fürs T-Shirt bekommen. Ja, Lob geht raus an meine Frau. Du hast meine noch nicht gesehen. Deine Tisch. Cheer 512. El Tiefland, toi toi toi, alles Gute. Und Steve Bitt, danke dir für die Bits. Crazy Dude. Gebirgskind und Schulz, vielen lieben Dank. Guten Cheer Abend, Snaker. Number 8 Burp fragt, was ich von den neuen AMD-Karten halte. Ich habe noch keine hier. In der Theorie labern können sie alle mal schön. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es nur beiläufig. Es war wichtiger, dass ich dem Mattes attestiere und ihm zeige, wie er seinem PC ein neues Leben verschafft, indem er ein geiles Upgrade macht für sein Simracing vor allem. Ja. Nichts mehr machen. Das war wichtiger. Ölen, vielen lieben Dank für 10 in the round gepfeffert. Was ist hier los? Mm-mm.
Ja, umso höher landen wir in der empfohlenen Kategorie. Aber warum hat er mir gerade gesagt, dass ich schon 2500 Mal empfohlen wurde? Was ist das für eine Aussage? Was ist das für eine Aussage? 2500 Mal wurden sie empfohlen. Das ist wie, hey yo, 8K FSR und 600 FPS in 1440p. Ja, wunderschön. Danke fürs Abend. Und dann zeigen wir euch hier die Beta von unserem neuen Spiel. Es sieht noch aus wie Grütze, aber es läuft bestimmt super toll auf den Radeon-Karten. Das war halt... Steve Bitt, vielen lieben Dank. Das war halt typische AMD-Präsentation. Ja. Wenn man sie in der Hand hat, sind das bestimmt tolle Karten. Wahrscheinlich. Aber was weiß ich jetzt? Also ich mache mir... Ich verschwende da keine... Ich habe schon keine Zeit. Und da verschwende ich dann wenig Zeit drauf. So bin ich halt. Ich weiß, jeder lest mal die E-Mail. Schreibt mir eine E-Mail, dann lese ich sie. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Das ist halt so eine, das ist halt so eine Info, die brauche ich von Twitch in dem Moment nicht. Also, es ist, ja. Prost. Haben wir auch angenehme Themen. Was ist besser? Das, was man kaufen kann, oder? Also die 4090. Was gibt's zu schlürfen? Ich habe noch zwei von diesen komischen Teebeuteln, die man mit Sprudelwasser aufschütten kann. Schwengeldengel. Dieses Eiskaffee-Tee-Tengelengel. Cold Tea. Wollte nur Leute kaufen im Supermarkt, aber hatten sie nicht. Ja, kein Wunder, den will auch keiner haben. Der schmeckt auch nur beim ersten Schluck gut. AMD Matt, danke dir für den Support. Ey, das ist zu gut. Hört doch auf. Alle Entdeckung, Sebastian. Dankeschön, Sebastian. Was geht ab? Also hier, vom Steve Bitt dürfen sich freuen Old Grey Man, Witchcraft, Superbursche, Mr. Bashur, Shandrick. Viel Spaß damit, Shandrick. Und Sebastian hat auch zugeschlagen. Danke, Sebastian. Vielen Dank. Ihr müsst das nicht machen. Ihr wisst Bescheid. Matzinger, Medelböck, altbekannt. Kinimod, Room. Cheer 100. 1972, Markt, danke dir auch für die Bits. Eddie 84, Alf 65, Old Athen. Viel Spaß damit. Und der Hemi und der OGS und der Ameisenstock. Guten Abend. Ich mach mir Pizza und ihr so. Abendbrot ist vertilgt. Ich habe noch ein bisschen Wasser gefunden. Für den Rest Wasser muss ich in den Keller rennen. Essen könnte ich immer. Ist halt blöd. Also ich könnte natürlich auch eine Pizza machen. Aber ich glaube nicht. Besser nicht. Ich habe mich noch rasiert. Ich habe mich noch schön gemacht für euch. Ja. Jetzt glüht die Wange ein wenig. Aber sonst ist alles tutti kompletti. Talborius, danke dir für den Prime Sub. Dritter Monat World Class. Und danke, Don't Cry Lüger, für dein Revanche-Abo. WTF. An Larry Showbiz. Frau Hansen, waren Sie beim Friseur? Nee, Sie haben nur Gel in die Haare geklatscht. Da kaufst du ja auch mal etwas, um uns das zu zeigen. Richtig, ja. Einfach 4 Vega 64 anschließen, damit die Pizza backen. Das ist eine komische Wärme wahrscheinlich. Wahrscheinlich schmeckt ihr dann komisch nach Elektrodunst oder so. Aber ist sicherlich auch eine sehr gute Idee, ja. Einfach mit den Vegas, den Kram erwärmen. Das ist eine sehr gute Idee. Ah, guck mal, die Iteration läuft. Das finde ich super. Endlich mal live dabei. Guten Abend. Greet. Servus. Läuft der PC vom Schwert ist wieder 100%. Er hat mir gestern noch geschrieben, wie schön Anno jetzt läuft. Also ja, Erfolg. Ich weiß nicht, ob wir das hätten verhindern können, was mit dem Windows passiert ist. Entzieht sich meiner Kenntnis, was man noch hätte besser machen können. Sicherlich hätte man zuvor dieses gern übersehene Thema der Firmwares von SSDs übersehen können. Also machen können. Also man hätte vorher mal vielleicht die SSDs der Firmware, die Firmware der SSDs anpacken können, bevor man das BIOS-Update gemacht hat. Weil ich habe halt den Eindruck, dass ab regelmäßig mit den AG saß, irgendwann gab es da mal so ein bisschen Kollidierung und Problemchen und keine Ahnung. Es war ein bisschen merkwürdig, was da passiert ist. Aber gut, wir stecken nicht drin. Umluftofen mit der 58X Ultra. Ist auf jeden Fall schön leise, ja. Firmware SSD vielleicht auch was für YouTube.
Und dann greifen sie an. Firmware SSD kann ich ohne MS Windows OS gar nicht aufspielen. Wie macht ihr das? Ja gut, früher gab es ja Bootmedien dafür, aber im Windows das zu machen, ist ja sicherlich auch die einfachste Variante. Wir hatten ja zu Ryzen 3000 Launch hatten wir Probleme mit der ein oder anderen Kingston SSD, dass die tatsächlich komplett den Bootvorgang verhindert hat am Ryzen 3000 System. Und seitdem sitzt das so ein bisschen im Kopf, dass man da einfach auch einen Blick nochmal drauf hat. Und gerade bei Corsair, bei der MP600, die auch der Bersi im System hat, weiß ich, dass es da mal irgendwie ein paar gegenläufige Dinge gab. Und ja, keine Ahnung. Daher habe ich das immer so vor Augen und empfehle es und habe es auch schon im direkten Feedback mal gehört. Hier, guck mal, Crystal Disk Info sagt, meine SSD hat nur noch 70%. Was ist da los? War so eine Corsair und dann Firmware-Update gemacht und dann war sie wieder gesund. Also, yeah, I don't know. Auf jeden Fall sollte man da mal bei schauen. Ich meine, sein System war relativ voll, was den Autostart angeht. Voller, als ich es gerne hätte. Aber jeder muss ja wissen, wie er es macht. Und wenn du 32 GB RAM hast und eine schnelle SSD und auch einen potenten Prozessor, dann geht das ja auch, ne? Dann ist das ja trotzdem noch ein schneller Startvorgang. Ist ja alles anders. Aber ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da ist gar kein Windows OS mehr im Laufen. Ja, okay. Guten Abend, Herr Otzige. Grüß dich. Guten Abend, MyTecke. Ne, wir haben Windows neu gemacht, Nick. Also, wir haben dann Windows neu drüber gespielt. Ja, und Don't Cry Little Girl, Glückwunsch zum 13.900K-System. Ja. Rennt da voll durch die Gegend. Ja, wenigstens dich einer, wenn Cracky schon deine Begrüßung seiner Kenntnis entzieht. What? Ist der Bär... Hä? Der Enzi oder was? Hallo Enzi! Bazinga! Ich weiß erst seit ein paar Tagen, seit anderthalb Wochen weiß ich erst, was es damit auf sich hat. Nee, wir haben Windows 10 bei Mattis aufgespielt. Schwengeldengel. Ja, er hat ein Windows 10 Image gemacht und dann wurde Windows 10 installiert. Ist ja kein Beinbruch. Also, das ist ja, wie er auch selbst gesagt hat, ist ja ein Zocksystem. Hauptsächlich Zocksystem und da bietet sich dann natürlich auch der 58X3D einfach brutal an. Als geniale CPU. Ist ein super Upgrade als Partner für seine 3080 und dann die fast FPS-Verdopplung in Assetto Corsa Competizione und natürlich auch in Outcast 1.1 hat dem Ganzen dann recht gegeben, dass das ein sehr sinniges Unterfangen war, dieses CPU-Upgrade zu machen. Die Nummer im Bällebad war das, oder? Keine Ahnung. Der Bazinga oder was? Das sagt Sheldon Cooper relativ regelmäßig. Also, relativ regelmäßig. Ja, auf einmal macht er so Witze. Also ich finde, ich hab Big Bang Theory nie geguckt. Ich gucke ja auch so keine Serien. Aber jetzt haben wir es angefangen zu schauen und jetzt habe ich sehr viel Spaß dabei. Also ich macht sehr viel Bock mit dem Cast. Das ist ganz toll. Seitdem ich dein Zimmer kenne, weiß ich, wie geordnetes Chaos aussieht. Vielen lieben Dank. Der 13.600K ist eine richtige Rakete in Games. Wunderbar. Danke für die Info. Hätte ich jetzt nicht gedacht. I have to play. Schwengeldengel. Ah, Big Bang ist schon mega, ne? Hallo, ihr Hardware-Turbo-Menschen. Servus, Veto. Yo, Hunter91. Vielen lieben Dank für 9 Monate. Guten Abend, vor allem der Sound bei ACC Benchmarks war mega. Ach so, ja, das, ne? Ja. Weet. Vielen Dank, Dankeschön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bananarama Man, yeah. Danke fürs Abo. Oh, da hat aber jemand Wikipedia oder Filmipedia oder IMDb oder sonst was gecopy-pastet. Aber Sheldon hat's erst in der Staffel 2. Hat er in der Staffel 2 damit angefangen oder erst in der 3? Yeah. Ja, Obacht. Hat er erst damit angefangen, nachdem sie aus der Arktis gekommen sind? Es war am Anfang nämlich nicht sein Ding. Auf einmal kam das. Wir sind jetzt gerade dabei, dass
dass Wolowitz jetzt seine Freundin hat. Musste vorhin wieder laut lachen. Also Staffel 3 sind wir. Wir sind Anfang Mitte Staffel 3. So, erstes Drittel. Welches aus seiner Sicht derzeit die Graka mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Die sind alle zu teuer. Aber dann muss ich sagen, die Radeon 6600 für 270 Euro. Und ja, die 6.8er wird in den Raum geschmissen. Die ist auch gut, ja. Für knapp unter 600. Aber ja, ich schalt alles teuer, ne? Heute kein Kaffee. Ich weiß nicht, ob noch Kaffee in der Kanne ist. Ich habe die Kanne noch nicht hier reingeholt, weil ich Angst habe, weil hier kein Platz ist. 69 XT bekommst du schon hinterhergeschmissen. Ja, hinterhergeschmissen. Mal eben aus dem Ärmel gezaubert. Ihr seid ja alle unglaublich reich, wie mir scheint, nicht wahr? Alle Geld ohne Ende. Das sagt sich immer alles so leicht. Und wenn du vom Preis-Leistungs-Verhältnis redest, dann ist es für mich eher das, wo ich die meisten FPS fürs Geld bekomme. Und das ist halt keine RX 580 für 170 Euro, sondern sowas wie eine 6.6er hier für 270. Das ist halt einfach so. Vom Berufssohn, ja. Aber die 6.8er ist eine ökonomisch gesehen sehr, sehr schöne Karte für 570, weil sie halt out of the box super effizient arbeitet und nicht so hungrig ist. 16 GB hat dabei und schön flott ist. Tolles Ding. Ja, aber die 6.6er braucht auch nur die 8 Lanes. Es reicht ja der Karte. Ist kein Beinbruch. Die 6.5er mit ihren 4 Lanes ist halt Käse, weil die Karte ist zwar günstig, warum zeigst du mir die 6.5er nicht an, weil es die mit 8 GB nicht gibt. Die Karte ist zwar günstig, die 6.5er, also für 200 Euro, aber die hat nur 4 Lanes. Und jetzt kommt das Problem. Wenn du dann ein Mainboard hast mit B450 Chipsatz oder halt einen Intel, der noch kein Generation 4 kann, dann ist die Karte, dann hat die einen Flaschenhals, den sie nicht überwinden kann. Das ist Käse. Und dementsprechend ist die 6.5er für mich ein No-Go. Es sei denn, du hast tatsächlich ein B550 Board und eine Generation 4 kompatible CPU oder halt einen entsprechenden Intel, dann ist sie brauchbar, wenn man weiß, wie man Texturdetails einstellt. Aber auf Generation 3 bitte auf keinen Fall benutzen. Ja. Aber der 5.5er fällt aber auch nicht ins Gewicht. Ja, die 6.8 XT ist sicherlich auch natürlich nochmal mehr FPS für eine ähnliche Preisregion gegenüber der 6.8er. Ist ein Aufpreis, aber es ist auch ein Trade-off, weil die frisst halt Strom. Im Vergleich zur 6.8er frisst die XT halt Strom. Also natürlich läuft die 6.8er nicht mit Luft und Liebe, versteht mich nicht falsch, die verbrauchen beide Strom. Aber hier hast du halt eine Boardpower von 300 Watt und das sind am Netzteil, am Netzgerät sind das dann gerne mal 500 Watt, die du dann komplett mit dem System ziehst, wenn du einen anspruchsvollen Titel machst. Und bei der 6.8er ist das zwar nur Boardpower 250, aber das sieht halt am Netzgerät trotzdem krass anders aus. Die ist deutlich effizienter. Von dem Wert hier kannst du wenig geben. Da bist du auf jeden Fall 100 Watt sparsamer. Und von der Leistungsfähigkeit ist die 6.8 XT natürlich brachial. Das steht außer Frage. Aber die nuckelt auch schon. Aber muss ja jeder wissen. Ich habe jetzt noch das Linus Tech-Tipps Video gesehen mit dem Tuning-Tool hinter der Paywall von Juri. War ja absolut unglaublich faszinierend. Und ja, weiß ich nicht. Habe ich mich nie befasst, ob man das jetzt will oder nicht. Ein 3060 Ti in der Verlängerung. Ja, so schlecht ist die ja nicht. Lila Lulu. Hiho, grüß dich. Wenn ich so überlege, ist meine Vega 64 quasi Stand einer 6.6 sein. Also von der Leistung zumindest. Sogar schlechter, ja. Ich denke, die Vega 64, es kann sein, dass die in 1440p gut mithält. Aber ich glaube,
In 1080p hat die keine Chance gegen die 6.6er. Heute Intel Arc Time. Ja, divers. Ich wollte es eigentlich angekündigt haben und wollte eigentlich auch YouTube und tralala. Und ich habe die Karte hier drin. Aber was ich jetzt genau mache, am Rad drehen. Welche Grafikkarte ist jetzt am effizientesten mit der aktuellen Grafikkartengeneration? Für meine Begriffe ist die RX 6800 Non-XT das schönste leistungsstarke Paket. Aber ja. Prost. Skull. Ja, das ist wunderbar. Ich teste gerade meinen 58X, ob er stabil ist. Mit einem Precision Boost Overdrive Offset, den man per Software definiert. Weil natürlich es so ist, dass mit der neuesten Version meiner Video AI Skalierungssoftware die Software ab und zu mal abstürzt mit der Intel. Danke. Ja, sie haben sie jetzt wieder geupdatet und jetzt läuft es nicht stabil. Großartig. Hattest du schon Undervolt bei der 6.8 probiert? Keine Ahnung, wie man Undervolten soll bei AMD. Ich finde das so unintuitiv. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Ich weiß es nicht, du. Plus 200 MHz Overdrive. Nee, du kannst tatsächlich nur die Kurve bearbeiten. Mit einem Tool. Mit dem PBO2-Tuner. Kannst du die Kurve bearbeiten. Und also die Spannungskurve quasi. Und dann kannst du hier sagen, ob du ein Offset drauf haben willst. Und hier laufen jetzt alle Kerne auf minus 30. Hat den Vorteil, ich habe im Cinebench R23 anstatt 13.900 Punkte habe ich 14.800. Und in Games sind es auch 2 bis 3 FPS mehr. Und er boostet konstant auf 4,45 GHz durch. Ist ganz nett. Kann man mal mitnehmen. Gibt es einen Anleitungslink im Discord, im Bastelnacht-Kanal. Ein Glück wird das nicht vorgelesen, weil das nervt. Noseborn, danke für den Support. Was in den Zeiten, wo die User sich total darüber freuen, dass eine Grafikkarte nur 1000 kosten soll. Ja, definitiv, definitiv. Der Jibbit Shorts. Shorts! Hast du selber Shorts produziert? Mega! Dr. NAD 15, Deep Cool Assassin 3 oder Be Quiet Dark Rock Pro 4. Ich kann mich nicht entscheiden. Der Dark Rock Pro 4 ist nicht so leistungsstark wie die ersten beiden genannten. Er ist aber auch nicht so teuer. Ich würde aber zum Noctua greifen. Das Montage-Prozedere ist besser. Das, Dankeschön. Das Montageprozedere ist besser beim Noctua. Beim Assassin hast du immer die Gefahr, dass du dir die CPU aus dem Sockel rupfst, es sei denn, du hast einen Intel, ja, oder den neuen AMD, ist klar, aber der Be Quiet ist halt nicht so leistungsstark. Der ist zwar leise und schicker vielleicht, aber ich würde den Noctua nehmen. Der Assassin ist zu gefährlich beim Demontieren. Er hat doch geschrieben, 5950X. Riekenburg, ich grüße dich. Meinst du, ein Upgrade von 99K auf 500X 3D lohnt? Schon, ja. Definitiv. Wenn du natürlich jetzt keine super alte Grafikkarte hast, ne? Das kommt ja immer darauf an, aber... Das ist schon ein Upgrade, was man in Erwägung ziehen kann. Also für bestimmte Titel, wenn man die auf seinem Radar hat und man stellt fest, hey, das ist kackegal, ob ich in 1440p oder in 1080p spiele, die FPS sind immer gleich, dann ist das ein Indiz dafür, dass die CPU der limitierende Faktor ist. Und dann kann man natürlich mit einem stärkeren Prozessor daran nochmal was hinzugewinnen.
Wart, der Darkrock Pro 4 ist super. Ja, ist er ja auch, aber er ist nicht so leistungsstark wie der monströse Assassin 3. Er da? Er ist nicht so stark. Und auch nicht so stark wie der NHD 15. Prost! Und dann habe ich gerade noch... ich habe es nicht geschafft einzuschlafen bei einem Gamers Nexus Video, weil ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Habe ich dann noch den Vergleich von RTX 4090 und PCI Express Generation 5, 4 und 3 mir angeschaut. Und guess what? Hey, die Ergebnisse waren Cheer ja gleich 100, mit meinen. Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, die hatte ich noch übrig, also deshalb mal eben von mir ein Ständchen für dich. Fröhliche Bastelnacht 1, 2, 3, kommt alle Cracky gucken, kommt herbei, ihr Kind allein, kommet, oh kommet doch all, wir schauen hier Cracky so gern wie Dragon Ball, hehehe. Ihr schaut mich so gern wie Dragon Ball, ja geil, ey. Kami, Hami, ha! Nie geguckt. Danke, Mann. Danke, Sebastian, für den Support, Mann. Weltklasse. Was wollte ich sagen? Dingsbums, warten Sie mal. Hast mich gut rausgebracht. Hast du gut gemacht. Gamers Nexus hat PCI Express Generation 4 gegen 3 getestet. Und die Ergebnisse sind gleich mit meinen. Aber ich habe schon einen YouTube-Kommentar bekommen auf meinen Test, dass der ja nicht aussagekräftig wäre, dass ich das wieder falsch gemacht hätte. Bla, bla, bla. Ja. Ich war wieder zu praxisnah für Otto Normal. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Schrika, danke dir für den Prime Sub. Ich meine, Madin, das ist halt, Don't Cry Little Girl meint natürlich gerade, dass da 13.600K die bessere Wahl wäre, von einem 99K auszugehen. Ja, ne? Kann man wohl machen. Klar, kann man auch. Ja. Ich weiß aber nicht, ob derjenige nicht vielleicht auch schon ein AMD-System am Laufen hat oder so. Und er hat halt nach dem 5800X 3D gefragt. Und da habe ich einfach nur ja oder nein gesagt. War ich jetzt blöde, dass ich nicht so weit gedacht habe? Oder will ich dem Menschen nur seine Entscheidung erleichtern? Es ist relativ. Es ist relativ. Wo finde ich den Test? Den haben wir in der letzten Bastelnacht gemacht. Mein Test oder was? Ist ja nicht so, keine Balken. Gibt keine Balkendiagramme. Und es hat also alles lange gedauert. Repu, es gibt Platinen, die erlauben die Veränderung der Core-Spannung. Also bei dem MSI von Mattis sah das jetzt so aus, dass man das ändern konnte. Ansonsten ist es halt nur per Software möglich. Und halt hier in dem Fall mit dem PBO2-Tuner geht das dann per Software. Keine Balken. Ah, wir werden alle sterben. Das andere war Gamers Nexus. Kennt man ja wohl. Unseren Tech-Jesus. Steve. Bin vom 59X auf 58X 3D gewechselt, extra für den Flight Simulator. Großer Unterschied. Ja, ist so. Ist so. Wenn du die Genres hast, dann lohnt der Umstieg. Muss natürlich jeder für sich ermitteln, weil der 58X 3D halt nicht die Renderkanone ist. Ich meine, der ist trotzdem nicht langsam in Rendering. Aber wenn man natürlich schon was Schnelleres hatte, ist das ein Unterschied. Aber vom 37er X oder von einem 39X oder 3950X auf dem 58X 3D, das sind Welten. Guten Abend, Retrozocker. Noch schnacken wir. Der Kommentar war so unnötig. Deiner. Geschwindigkeitsnachteil bei einer 6.8er mit nur 8 Lanes ist zu vernachlässigen oder sollte man tunis 16 Lanes haben? Hab leider nur 8 nach aktueller Planung. Aber Generation 4 oder was? Dann ist es zu vernachlässigen. Nein, der mit nur 15 Kanal. Ach so. Ja, das meine ich doch.
Hattest du schon mal eine 6.8 XT Red Devil in der Hand? Nee. Die einzige 6.8 XT, die ich kenne, ist die Tai Chi von ASRock. Und ja. Ja, bei PCI Express Generation 4, das sind halt 1-2% im schlimmsten Fall, die man verliert an Leistung. Also drauf gepfiffen. Das ist kein Beinbruch. Wenn du nur 8 Lanes da hast. Fuß läuft. 96% neu bei Twitch. Habe das neben der Zuschauerzahl stehen. Mephisto, keine Ahnung, du. Der Boost, dass der Boost da läuft. Ja, es gibt diese Boost-Funktion bei Twitch, ja. Irgendwie kommt das immer Anfang des Streams, dann schalten die Leute an und dann kommt der Boost. Und dann laufen die Balken voll und dann ist es wieder gegessen. Und dann heißt es, der Kanal wurde schon 2500 Mal geboostet. Ja, du könntest mir Tipps geben, wie ich gut undervolten kann. Wen willst du undervolten? 680C, ja, habe ich nichts mitgemacht, du. Ich kenne nur den allgemeinen Voltage-Schieber im Treiber, aber ich habe mich damit noch nicht befasst. Seitdem es keine Kurve mehr gibt im Treiber, war das für mich nicht interessant. 0,5 Zuschauer, mindestens. Hans, der Wechsel lohnt nur, wenn du Primärtitel machst, die halt entsprechend, wo der 58X 3D ein Profit bringt, ja? Wo der einen Vorteil bringt. Aber wenn du eher allumfänglich allgemein unterwegs bist und du das System nicht nur zum Zocken benutzt, dann ist es Blödsinn, die 8 Kerne wegzuschmeißen. Ja? Dieser Stream wurde 4,5 Zuschauern empfohlen. 4,5, immerhin. Was hat der Halbe gemacht? Was hat der Halbe gemacht? Kam der rein und sagt, oh, der ist fett, weg. Der hat während der Werbung schon weggeklickt oder so. 4,5, 4.500. Alle sind verwirrt, dass ich keinen Kaffee trinke. Wäre ja nicht so, als hätte ich nicht schon mal dekadent hieran genuckelt. Seitdem benötigst du deine Heizung nicht mehr. Aber der 3D wird doch gar nicht so warm. Der sagt nur, dass er so warm ist. Aber der wird doch gar nicht so warm. Und vor allem ist er relativ effizient. Das Problem ist nur... Ich weiß, was dein Problem ist, Tomek. Dein Problem ist, dass die Grafikkarte jetzt richtig ausgelastet wird. Das wird es sein. Turkakolika! Ein wunderschön! Ja, deutsche Synchro für Return to Monkey Island. So, jetzt ist Messmer, Dr. Messmer ist jetzt leer hier. Kalt. So kalt, edler Held. Haltbar bis... 3.4.24. Der Halbe war bestimmt der, dem zu deinen Kindheitstagen im Kindergarten die Süßigkeiten gemobst hast. Boah, ich habe noch nie was gemobst. Ich habe mal aus Versehen. Ist das eine Coke? Nee, das ist Cold Tea. Ich habe mal aus Versehen ein Überraschungsei in der Hand festgehalten im Supermarkt. Bin dann rausgegangen und habe mir der Schrecken festgestellt. Oh Mist, du hast es nicht aufs Band gelegt. Scheiße. Bin wieder zurück. Ich habe das aus Versehen genommen. Hab's bezahlt und dann... So sieht es aus. Ich bin eine ehrliche Natur. Gib mir Mühe, das auch vorzuleben. Und ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich ein Unboxing-Video zur ARK machen. Ich wollte eigentlich ein Unboxing-Video zur ARK 750 machen, die ich hier habe von ASRock, die hier im System schon steckt, um dann anzuteasern und lass mal hier Bastelnacht machen. Lass mal gucken, was die so kann. Und ab dafür. Aber ja, war kein Zick da, ne? Keine Zeit. Heute Sicherheitskameras installiert und unterwegs gewesen mit der Family. Und dann hat man ein bisschen Zeit, ein bisschen Quality Time gehabt. Und nun ist alles wupp. Kommt Zeit, kommt Rat. Gregory, wie schaut es mit der Kompatibilität der ARM 4 auf ARM 15 aus?
Das Wichtige ist für den Sockel AM5, dass dein AM4-Kühler auf dem originalen Retention-Kit aufbaut. Dann funktioniert das. Muss ich für den BBO2-Tuner PBO im Ryzen Master aktivieren? Nein. Der PBO2-Tuner läuft autark, du brauchst keinen Ryzen Master dafür. Stürzt der Treiber von der Arc noch? Bestimmt. Ich habe noch nicht ein Spiel gestartet. Ich habe bisher Videos encodiert mit der Karte. Und da ist die sau schnell. Da ist die schneller als die 4090. Die Arc 750 ist da schneller als die 4090. Was so alles bisweilen aussieht. Selbst mit dem AV1 Tango. Aber ich meine, schnell ist relativ. Ne? Dann dauert eine Stunde Videomaterial halt immer noch einen Tag und drei Stunden. Die Bastelnacht von letzter Woche, die hat sich ja ein bisschen verzögert. Die ist ja erst am, feiertags nachts rausgekommen, abends irgendwann, oder? Oder war es am nächsten Morgen? Ich glaube, es war am nächsten Morgen. Und da war ja ein Material, was ich nicht aufgenommen habe, wo die Aufnahme nicht lief. Wo ich vergessen habe, bei der Pipi-Pause die Aufnahme wieder anzumachen. Das war 1:10 Material. Und das habe ich dann mit der AI-Skalierung auf 4K hochgezogen. Dieses 1080p 60 Material. Da habe ich ein 4K 60 Material draus gemacht. Und das hat auf dem Ryzen 9 5900X, CPU ist nicht so wichtig, mit der RX 6800 hat das, haltet euch fest, 48 Stunden gedauert. 48 Stunden. Noch mehr. Ich erzähle Quatsch. 48 Stunden wären nur 2 Tage. Es war länger. Waren sie 56 Stunden? Es hat ewig gedauert. Ewig. Es hat ewig gedauert. Wäre die Arc auch was für ein Aufnahme-PC in 4K 60 Spiele aufnehmen? Rein theoretisch ja. Du meintest 48. Aber 48 sind ja nur 2 Tage. Bei dir dauern 30 Sekunden 14 Stunden. Also es dauert sehr lange. Desto hochauflösender das Ausgabematerial ist und natürlich auch desto mehr FPS es hat, ja, müssen natürlich jedes Bild muss ja berechnet werden, ne? Desto hochauflösender aber auch das Ausgangsmaterial ist, desto komplizierter ist es für die KI, dieses hochzuskalieren auf 4K anscheinend. Und da hatte ich dann mit der RX 68 hatte ich irgendwie 1,7 FPS. Die RTX 4090 macht so knapp circa 2,2 und die Arc so teilweise 2,5, 2,7. Also mit der Arc wäre ich doppelt so schnell fertig gewesen, glaube ich. Das ist total verrückt. Wenn sie nicht abstürzt. Wie gesagt, die neue Version der Software scheint nicht mehr so stabil zu sein. Warum eigentlich auf 4K? Weil es halt bald hinter der Paywall ist und ich bin YouTube Premium Partner seit dem ersten Tag und ich muss diese Premium Abos verkaufen, da kriege ich nämlich einen guten Obolus von. Ich bin ein Nerd und ich wollte einfach mal genau sehen, ja, in dieser 4-Stunden Aufzeichnung oder 3,5-Stunden Aufzeichnung, ja. Ich habe ja dann quasi dieses Stunde 10 Stück, was dann in 1080p 60 war, was aber dann hochskaliert wurde. Ja, das habe ich ja dann wieder eingefügt da quasi. Ja, hatte den Anfang und dann habe ich dieses hochskalierte Stück eingefügt und dann hatten wir das danach. Und dann halt einfach, um die Machbarkeit zu sehen, ob man krassen Unterschied merkt oder nicht. Man sieht den Schnitt, ist ganz klar, weil es nicht passgenau ist, weil ich habe ja die Aufzeichnung, die ich lokal hatte, habe ich nicht nochmal in ein Videoschnittprogramm gepackt und habe alles akribisch zusammengeschnitten. Nee, am Ende hatte ich 3 MP4-Dateien und habe die gejoint und dann war das dann fertig und dann läuft das dann. Aber wenn man dann sich das Material so anschaut, also das musst du schon mit der Stecknadel suchen, dass du da den krassen Unterschied siehst. Es ist heftig, wie gut das Material entrauscht wurde durch die AI, vor allem das. Weil die Bitrate ist ja nicht hoch auf Twitch, sind ja nur 6000 Kilobits, auch wenn ich 8000 immer einstelle, aber wir kennen das Spiel. Ich will jedenfalls keine Smartphone
oder Tablet-Nutzer oder Smart-TV-Nutzer, die mit Spezifikationen, die außerhalb der Twitch-Spezifikationen laufen, die will ich nicht ausschließen. Ja, das war ja damals der extra Wunsch, warum willst du mit Ravioli Partner werden? Damit wir verflixt und zugenäht immer die Transkodierung haben und wir trotzdem in maximaler Qualität senden können, die wir geben können und jeder zugucken kann. Selbst wenn er keine Leistung hat. Guten Abend, Mücke. Und deswegen, was wollte ich jetzt sagen? Deswegen 1080p 60 mit 6000 Kilobits pro Sekunde ist halt von der Bildqualität her, wenn du Flugsimulator über Sydney fliegst, nicht so geil. Ich habe da auch so Screenshots gemacht. Kann man ja auch nochmal on-stream zeigen. Und dann ist das irre, was die Technik da rausholt, wie gut das funktioniert. Und ich meine, ich hab einen 4K-Bildschirm im Haus. Ich habe einen 4K-Bildschirm im Haus. Aber hier habe ich so Beispiel-Screenshots gemacht. Und das ist, links ist das Ausgabematerial in 1080p 60 und rechts ist das skalierte, durch die KI skalierte 4K 60. Und das ist halt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, also wenn man sich die Tragflächen beim Doppeldecker anschaut, ich wünschte, ich könnte da jetzt durchscrollen, aber sieht man ja hier eindeutig diese Fragmentbildung oder halt hier unten die Wohnsiedlung. Wenn man sich das dann hier anguckt, dann wirkt das Ganze halt schon ziemlich rund. Das ist cool. Und du merkst es in der Aufzeichnung halt fast nicht. Texte sind halt nicht so sauber. Ja? Ja, das ist halt eine Gameplay-Szene in 1080p 60 mit 6000 Kilobits pro Sekunde. Da sind natürlich Artefakte drin und Kompressionsartefakte und so, ne? Ja. Das ist einfach so. Hier haben wir auch nochmal. Das war jetzt auf 200. Party, das war jetzt auf 512. Das ist auf 200% gezoomt. Ja, das ist jetzt ein gezoomtes Material. Aber auch hier das Ausgangsmaterial und da das KI-skalierte. Klitzekleine Frage, PBO2-Tuner auch für Ryzen 3 9X? Ich weiß es nicht, ob der damit funktioniert. Hatte der auch schon die... Haben sie auch da die Kurve reingepatcht gehabt? Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube schon. Klar, ein bewegendes Bild, natürlich. Ich habe einfach einen Frame rausgepickt, den er da gezeigt hatte und das war's dann. Das hat schon gut funktioniert. Und hier ist auch nochmal so eine Szene. Mein Nutella-Brot habe ich jetzt auch wieder so einen netten Kommentar bekommen. Natürlich war natürlich alle basteln nach Zuschauer. Also der Kommentar war erstmal, ich habe die Aufzeichnung nicht ganz geschaut, aber die schlechten Temperaturen kommen bestimmt von dem Nutella-Brot, was du da geschmiert hast. Viel zu viel Paste. Ja, natürlich kamen die Temperaturen von zu viel Paste. Ne? Alle basteln noch Zuschauer wissen das. Auch ich, der die Sendung zu Ende geschaut hat. Es lag einfach daran, dass ich nicht hauchdünn die Paste drauf geschmiert habe. So war es gewesen. Müssen wir uns nur oft genug sagen, dann glauben wir das auch. Und jetzt bin ich beim Thema, ohne dass ihr mich darauf angesprochen habt. Und dann kommt natürlich der Kommentar, ja, Ultrasoft-Pads. Hier, AlphaCool Ultrasoft. Was glaubt ihr denn, was ich benutzt habe? Autofokus aus. Was glaubt ihr denn, was ich benutzt habe? Natürlich habe ich Ultrasoft-Pads benutzt. Ultrasoft. Das sind halt die teuren Ultrasoft. Die sind halt grau, nicht weiß. So, das war der Rant des Abends. Wollte ich nur mal klarstellen. Prost. Achso, ja, hier die Unterschiede sind natürlich auch da, wenn wir zoomen, ja, der schöne Finger und pssst, sieht halt geil aus, als hätte ich mir so einen riesen Klecks an den Löffel gemacht und dann so richtig auf die GPU gezimmert, so, bams, voll der Action-Shot. Nee, in der Theorie war das halt das fünfte Mal den Kühler abmontieren und dann habe ich die Paste nochmal ordentlich verstrichen. Und hier sehen wir halt, wie sauber das ist.
Wie krass sauber das ist. Ja. Wie, hast du nicht? Doch, 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 habe ich auf jeden Fall. Und das ist das halt, ne? Also diese Auflösungsartefakte kriegst du halt krass weg. Ultrasoft-Bets hat er. Das Streichen ist nicht sauber, ja. Aber die Karte rennt wie der Teufel. Und das ist das Wichtige. Echt, ich hab's ja getestet, ich hab ja Livestream gemacht, ich hab Assetto Corsa Competizione gemacht. So deprimierend. So deprimierend dieses Spiel. Nur weil die Autos standardmäßig vom Praktikanten von nebenan eingestellt sind und halt einfach nicht fahren. Aber egal. Gegen die KI, gegen maximale KI-Gegner, also maximaler Stress für die CPU. Der gab keinen einzigen Frame-Einbruch. Auch da habe ich den 58XPD optimiert. Der läuft auf 4,45 GHz nonstop. Voll auf die Fresse. Firestar, einen wunderschönen guten Abend. Was ist nun das Problem? Besserwisserie oder tatsächlich schlechte Werte erzielt? Was ist nun das Problem? Ja, schau dir die Bastelnacht an. Okay, ich sag's dir. Würdest du ja eh nicht tun. Die Pads waren halt zu dick. Es waren nur die Pads zu dick. Das heißt, der Abstand zwischen dem Kühlerboden und der CPU selber war zu groß. Und ursprünglich war das alles zu trocken. Du hast einen Teil live gesehen, ja. Vorne waren wir am Anfang, glaube ich, auf 3 mm. Da konnte ich ja gar nicht den Kühler verschrauben. Dann sind wir, glaube ich, auf... Was sind wir dann auf 2 gegangen? Und am Ende waren es 1,5 vorne. Nur 1,5 mm vorne. Letzte Woche war die. Bisschen salzig heute? Nö, alles gut. Ich teile nur wieder aus. Das ist alles. Man muss ja auch ein bisschen Suppe liefern, damit man Salz reinschütten kann. Das sind Ultrasoft-Pads. Nochmal erwähnt hier, ja. Also die waren hinten zu dick, vorne zu dick, tralala, Messschieber, Schieblehre, whatever, nicht richtig verwendet, weil mich die Kante der Pads abgelenkt hat. Mich hat die ausgequetschte Kante der Pads abgelenkt. Und die Karte war ursprünglich halt nicht zu gebrauchen. Sie ist sofort heiß gelaufen, hat nicht hochgetaktet, war vom Werk aus kacke. Zu wenig Paste drauf, kann passieren. Nehmt euch das mal zu Herzen. Cheers. Das war eine sehr spannende Wassernacht. Spoiler, nicht zu viele Leute, die sollen nachschauen wollen. Hast du Brot? Hast du Töne? Nutella habe ich auch. Darf aber nicht passieren. Nö, darf nicht passieren. Klar. Nur, weder habe ich die Karte gekauft, noch war ich ein Early Adopter und habe die gekauft, als die 3090 gerade der heißeste Kram am Markt war und man sie quasi nicht bekommen hat. Und dann hätte ich es mir halt auch wahrscheinlich dreimal überlegt, ob ich da jetzt was mache oder wie auch immer. Ich war nicht in der Situation. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, mein Gott, ist die 3090 schnell heiß. Was soll das? Ob ich es dann reklamiert hätte bei der Marktsituation, wo die Preise sich dann fast verdoppelt haben, weiß ich nicht, ob ich es mal reklamiert hätte. Keine Ahnung. Da habe ich die Cryo Extreme benutzt, ja. Und die hat sich auch noch mal ein bisschen besser eingefahren jetzt, auf jeden Fall. Ich betreibe sie ja jetzt mit einem Pauschal-Overclocking von 25 MHz und einem parallelen Power-Limitieren auf 80%. Resultiert darin, dass sie in Race Room zum Beispiel höher taktet. Weil die kann ich nicht so schön am Sweet Spot undervolten, wie die Founders Edition. Aber so läuft die dann sehr, sehr gut. Das war die Aorus Master, ja. Genau. Dieser Stream wird 4,5 Viewern empfohlen. Ja! Weltklasse, Freunde. Warten Sie mal, war gar nicht böse gemeint mit dem Messschieber. Ja, natürlich nicht. Aber es reicht ja nicht, wenn ich im Stream dann auch die Anleitung zeige. Warten Sie mal.
Aber es werden halt immer Fässer aufgemacht. Ich finde das so lustig. Der Aro kriegt den 58 X3D gekühlt, ja. Solange du genug Paste benutzt, kein Problem. Ich habe den Racing Rig auch. Was für ein Gehäuse hast du? Den R6. Ja. Solange du nicht oben die Deckel zu hast, ne? Solange oben die warme Luft auch raus kann, ist das kein Problem. Danke fürs Abo. Danke für Stufe 2 und 6 Monate im Voraus. Holy Guacamole, danke Firestarter. He's the Firestarter. Wo siehst du eher den Flaschenhals? Beim 58X oder bei der 68 XT wahrscheinlich? Das kühlt natürlich immer auf die verwendeten Titel an, ne? Im Flugsimulator sehe ich den Flaschenhals bei der CPU. Ich spiele viel zu wenig GPU-limitierte Games, stelle ich fest. Cyberpunk vielleicht? Tetris? Ja, vielleicht. Ich denke Cyberpunk. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Kommt auf die Auflösung an. Ja, aber im Flugsimulator limitierst du auch in 4K. Also. Genauso limitierst du in Racing-Simulationen in so hohen Auflösungen. Also zumindest in den beiden Racing-Simulationen, die ich mal angeguckt habe. Ja, Outcast ist ja rein CPU, ist ja Quatsch. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Also, ist halt so. Das war schon. Ich habe mich so gefreut wie ein Schneekuchen. Kann man sich wie ein Schneekuchen freuen? Stinktier! Danke für 15 und Marco, Dankeschön! Als ich bei Mattes gesehen habe, als er den Vorabtest gemacht hat mit dem 37X und seiner RTX 3080, ist ja eine potente Karte, ne? Und als ich dann gesehen habe, was er in Assetto Corsa Competizione in seiner 1440p Auflösung mit seinen gewählten Settings, wie die Grafikkarte ausgelastet wurde, gerade so 50%, Honigkuchenpferd. Ich finde Schneekuchen auch toll, also bestimmt gut, solange er nicht gelb ist. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich wusste genau, was passiert, wenn der 58X3D am Start ist. Wie schaut es mit Fortnite aus? Ja, nee, also da ist ja drauf gepupst, oder? Ja, das war einfach verdoppelt, ja. Auf einmal standen da 200 FPS. Ich dachte mir, okay, was ist hier los? Das war sehr gut, sehr, sehr gut. Schneekuchen! Das Leben ist ein Kuchenpferd. Ja, sicher, klar. Also es ist schon ein massiver Unterschied. Definitiv. Das ist schon Hammer. Aber nichtsdestotrotz, also kommt ja mal darauf an, was man macht. Ja, also, mein Sohnemann daddelt ja auch sehr gerne. Und für das, was er daddelt, da reicht halt ein Ryzen 5 2600 und eine GTX 1650. Reicht völlig aus. In Full HD. Absolut stressfrei. NVMe drin, genug RAM, ab dafür. Habe es eben versucht, falls die Frage nochmal kommt. PBO-Tuner läuft nicht mit einem 39X. Alright, Panda. Bringt eine IO was bei einem 13.600K? Sehr wahrscheinlich schon, ja. Aber Erfahrung habe ich damit nicht. Solange du nicht den Deckel zu hast. War das witzig oder was? Sehr gut. Das Leben ist ein Kuchenpferd. Ayo ist auch gut. Ayo hätten wir auch eine da, die wir frisch machen könnten. Wo ich Spaß dran hätte. Da hatte mir der Jens nämlich eine schöne Be Quiet geschickt, die ja quasi auf Alpha Cool basierend war. Ich glaube, die neuen sind ein eigenes Ding. Und er meinte, da müsste mal neues Kühlmittel rein. Das war auch so ein Gedanke für die Nacht, was man treiben könnte.
Ich hatte beim Super Precision Benchmark 4K Optimized mit der 680C durchschnittlich 106 FPS. Finde ich schon eine tolle Leistung. Ja, sicher, die 680C ist ja auch eine mega Karte. Die ist ja nicht weit weg von der 690XT oder von der 6950XT. Und die ist auch in einigen Titeln ganz nah an 3090 und Co. Oder sogar schneller. Solange es normale Raster-Performance ist. Normale Ausraster-Performance. Geht eine ARC auch auf dem B450-Board? Also, ja, wieso denn? Ja, ich denke doch. Hoffe ich. Kompatibilitätscheck habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es geschafft, sie einzubauen in dieses System. Und habe ein paar Videos skaliert damit. Mehr habe ich nicht gemacht. Aber Mainboard ist Mainboard und Blaukraut bleibt Blaukraut. PCI Express ist PCI Express. Bringt der Sam eigentlich wirklich was? Der bringt was. Den sollte man mitnehmen, ja. Den darf man durchaus mitnehmen, den Sam. Es sei denn, man hat sein Windows falsch installiert, dann muss man halt ohne Sam leben, aber... Muss Sam unterstützen. Das B450 muss Sam unterstützen. Gibt es B450-Bretter, die keinen Sam unterstützen? Wenn sie so ein antikes BIOS haben, oder was? Was ist Sam? Smart Access Memory. Auch bekannt als Resizable Bar. Das ist die Funktion im BIOS, wo man quasi dem Prozessor ermöglicht, auf den gesamten Grafikkartenspeicher zuzugreifen. Standardmäßig kann der Prozessor direkt nur 512 MB vom Grafikkartenspeicher ansprechen, gleichzeitig. Und durch diese Funktion, wenn man die aktiviert, dafür muss man allerdings sein Windows im UEFI-Modus installiert haben. Das heißt, man muss den CSM-Kompatibilitätsmodus im BIOS abschalten oder umschalten auf UEFI. Dann kann man Resize Bar aktivieren und wenn man dann eine Radeon 6000er hat oder halt eine RTX 30er Serie, dann kann man diese Funktion, bei der 30er Serie gab es BIOS-Updates für die Grafikkarten, die das dann den Support gemacht haben, dann wird diese Funktion genutzt und bringt halt in diversen Szenarien ein bisschen Performance. Bei Shadow of the Tomb Raider war es relativ deutlich mit der 6.8er. Das war dann in der Situation, dann anstatt 170 FPS waren es dann 183 oder so. Das waren dann 13 FPS in so hohen FPS-Regen. Aber das ist ganz nett. Ich bin dafür, dass 4090 wieder zerlegt. Ich habe ja keine 4090 zerlegt. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo ich im BIOS beim B550 Unify aktivieren. Das ist unter dem normalen Advanced Setting und dann ist das PCIe, also PCIe Subsystem oder so und dann ist es ganz oben. Da steht Resizable Bar und darunter ist das 4G Decoding und der UEFI-Modus müsste eigentlich in der Easy-Ansicht in der Vorschaltseite drin sein. Sam bei allen Reisengenerationen 3000er, 5000er, 7000er. Ne, für die 3000er haben sie das ja auch reingepatcht. Im Nachgang. Nein, man braucht für Sam kein B550 oder X570 Board. War ja auch jetzt so ein Ding. Boah, du hast es auf Computerbase geschafft. Ja, ja, nicht das erste Mal, Freunde. Ich akzeptiere alles. So. Wir suchen mal nach Cracky. Oder ne, nach Ravioli ist besser. Dann BIOS-Update schaltet Funktionen auch für X470 und B450 frei. Ja. Smart Access Memory. Und da habe ich es auf dem B450 Steel Legend probiert. Und auch die X370er und B350er haben das bekommen. Guck mal. Und in den Kommentaren, also den braucht ihr nicht mehr verlinken, die Pappnase da. Und dann kriegst du dann Hate, dass du nicht fachmännisch ein Radeon 7 Crossfire gespannt aufgebaut hast, weil die Hardware überhaupt nicht darauf ausgelegt war. Ja, sorry, dass ich ein X370 Board genommen habe, wo beide Karten dann nur noch 8 Lanes haben. Das ist natürlich kein fachmännisches Crossfire, ist klar. Ich treibe mich auf solchen Seiten in den Kommentarsektionen lieber nicht zu lange rum, weil es ist sehr, 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 sehr Hardware. Ganz schlimm ist das. Ich habe einen 58X und 3080 und zocke in QHD. Was ist QHD? Ist das dieses Ultrawide oder... Ich kenne nur WQHD. QHD, ist das dieses doppelte WQHD?
Im Benchmark von Shadow of the Tomb Raider steht nur 60-65% GPU gebunden. Warum? Was ist QHD? Ich muss die Auflösung wissen. Kommt aber gut drauf an. Das kann aber sehr gut sein, dass die Auflösung einfach dann zu niedrig ist. Und du dann da limitierst. QHD 1440p. Müsste man mal verifizieren. Ha? Aber ich habe keine 3080 hier. Aber Shadow of the Tomb Raider ist sehr CPU-intensiv. Ist so. Ist so. Quer-HD. QHD ist 1440p in 21:9, ne? Ja, ja, genau. Dieses extra Breite. Und die 3080 will halt gefüttert werden, ne? Das ist halt so. Das haben wir ja bei Mattis jetzt auch gesehen beim Upgrade vom 37X. Also, es würde was bringen. Es würde was bringen, abzugraden auf so etwas wie ein 58X 3D. Ich weiß, das will kein Mensch hören, aber ja, weil es auch 350 Euro sind. Ja, aber man will ja auch nicht immer neue Mainboards kaufen, weil man vielleicht das Mainboard, weil es genau den Ansprüchen genügt und man nicht immer Bock hat, alles rauszufummeln. Beide Karten mit X8 und X16 laufen, ist Crossfire ist Crossfire oder nicht? Natürlich ist Crossfire Crossfire. Aber das war dann halt noch so ein Seitenhieb so, der dann in den Kommentaren kam. Und dann, ja, Unwissen, bla 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 bla. Darf man sich nicht so oft durchlesen. Die Sharkblade-Lüfter bei dir im System. Du findest sie total nervig. Ich habe noch keinen nervigen Sharkblade erlebt. Auch wenn ich jetzt aus dem Kopf nicht genau weiß, was der Sharkblade ist. Aber ich glaube, die normalen hier. Absolut unstressig. Die machen nicht viel Luft, aber die machen auch wenig Lärm. Also, Ray VIP, Graka-Preise sind insane. Dankeschön. Für den Support. Mike can fly. Danke, Shane. Klar, XMP geladen. Ja. Mega laut bei dir. Vielleicht hast du ja Montagsmodell erwischt. Oder du bist sehr audiophil empfindlich. Ich kann da nicht meckern. Ich finde die als Budgetlüfter finde ich die ziemlich in Ordnung. Natürlich kann es da auch Schwankungen geben. Kann auch einfach sein, dass du Montagsmodell hast. Hängend eingebaut ist auch immer so ein Thema. Das können nicht alle Lüfter gut ab. Das stimmt. So, die Iteration ist jetzt hier zum dritten Mal am Rennen. Dieser Leistungstest. Ich habe das hier im Autostart drin. Da mache ich mal eine Anleitung zu, weil ich finde das sehr tierisch. Satirisch. Starten das System mal neu. Schauen wir, ob ich Resize Bar aktiviert habe. Aber ich kann mir da jetzt auch keinen großen Reim mehr drauf machen. Eine 3080 hätte ich jetzt selber nie hier. Bananarama Man. Yeah, natürlich yeah, schon yeah, was sehr leistungsstarkes. Jetzt ein 58X. Die CPU hätte ich zwar hier. Und ich hätte halt sowas wie eine 68 XT zum Beispiel da. Über die Satire aufregen. Ja, das funktioniert halt wenig. Funktioniert nicht immer. So, Resize Bar finden wir im ASRock BIOS auch divers unter PCI-Konfiguration. Ich muss halt auch nachschauen. Ich bin zwar teilweise ein wandelndes Lexikon, ich kann jedem Ravioli sagen, was in seinem System steckt, aber manche Dinge kommen dann erst wieder, wenn man sie wieder sieht. Ne? Das ist wie Go-Kart fahren so. Da denkst du, kann ich das denn noch oder kann ich das nicht? Röpert, schau in unseren Ravioli-Discord im Bastelnacht-Kanal, scroll ein bisschen hoch. Da wurde von einem User die Anleitung dazu verlinkt. Ist aber englischsprachig. Indie One, danke dir für den Prime-Sub und Gaming-PC. Auch vielen Dank. Es geht mir gut.
Und das geht übrigens bis minus 50. Was ist eigentlich 4G Decoding? Das muss dir ein GPU-Architekt erzählen. So, aber das passt, das ist aktiviert. Und wahrscheinlich müssen wir den CPU-Lüfter auch nochmal ein bisschen entschärfen hier. Wobei eigentlich nicht. Nicht, wenn er an der Voltage läuft. So. Was machen Sachen? Servus at Performance. Technical More, Hallöchen. Ob Intel sich damit einen Gefallen getan hat, Firmware-Updates für A-KPUs nur auf Intel-Plattformen zu erlauben. Oha, das ist ja interessant. Das ist ja lustig. Was machen wir heute? Blaues Amiga-Gehäuse füllen. Das Floppy läuft ja, glaube ich, nicht mehr. Namen Nostalgic Nils. War Fake News. Großartig. Was willst du mehr? Der Yo fragt, ich habe eine Asus Strix B350F Gaming, aktuell 37X, bekomme nächste Woche ein 58X. Läuft der 37X noch mit den neuesten BIOS-Versionen? Ja, wird er laufen. Wird laufen. Tu dir nur vorher einen Gefallen, checke deine SSDs mit den Firmware-Tools, ob die Firmwares aktuell sind. Installiere den aktuellen AMD-Chipsatztreiber auf jeden Fall. Und dann mach im Vorhinein mal das BIOS-Update. Setz danach das Board CMOS-mäßig zurück, dass er sich komplett neu initialisiert. Dann hier Speicher wieder einstellen und den ganzen Trerät. Und ich drücke die Daumen, dass du nicht in die Probleme läufst, die der Mattis hatte, nachdem er sein BIOS aktualisiert hat. Aber da steckte man nicht drin. Oh ja, Amiga. Definitiv habe ich da Bock drauf. Wenn ich ein funktionierendes Floppy hätte, ich habe die Tastatur gewaschen. Sieht gut aus jetzt. Sieht sehr gut aus. Und vor allem habe ich vorhin das eine Teil gefunden, was noch nicht blau ist. Aber was ich gesucht habe, wie blöd, und ich habe es nicht gefunden. Der Deckel vom Erweiterungsslot, vom Zorro. Der ist halt noch original grau. Aber der muss noch blau, ne? Ist ja mal klar. Blau, blau, blau. Zeigen. Ich muss gucken, welches war. Obwohl, wenn ich sie zeige, dann kann ich mir wieder anhören. Was hältst du denn von Retrobreit? Abstand. Das war die nicht, das war nur meine Vorlage hier. Das war meine Vorlage, da ist das Kontaktpad im Sack. Aber die Tastatur hat ja gut funktioniert. So, hier ist sie. Einmal durch die Waschmaschine. Und ganz interessant. Hier waren auf jeden Fall andere Stempel, andere Buttons, andere Aufbau der Tasten. Ohne Federn. Also keine Federn drunter. Das war wirklich easy peasy. Hast du einfach drauf gedrückt und Attacke der Schweinebacke. Aber ich wollte nochmal drunter gucken. Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal die Folie anschauen. Was mir nur ein bisschen den Nerv geraubt hat, war die Return-Taste. Die Return-Taste war die letzte Taste, die ich wieder eingesetzt habe. Und auf dem roten Aufkleber stand mal DIN drauf. Man kann es noch leicht vermuten. Weiß ich nicht, ob es eine neue Version war. Ja, Return hängt ein bisschen schief. Ah, ja. Gibt Schlimmeres.
Millionen Schrauben hier drunter. Eine Dientaste. So sauber, die von mir damals läuft doch. Ja, die läuft auch. Aber das ist ja jetzt der von Bernd. Der ist ja leider zerbröselt angekommen, weil das Paket nicht gepolstert war. Und da musste ich dann ja das Gehäuse wieder zusammenkleben und dann habe ich es auch im Zuge dessen lackiert. Ich habe da eine Intel-Grafikkarte im Computer. Wenn man alle LEDs bei der Red Devil auf Blau umstellt, hat man dann eigentlich eine Blue Devil. Könnte man so interpretieren, würde ich sagen. Was hältst du von Retro Bright? Geht's um Bernd das Brot? Nee, der schnellste Racer unterm Stern, du. Das ist auch so ein Verrückter. Der hat mir auch das Momo zugeschickt und... Momo. Und ja, ich bin froh, dass ich die eine Blende gefunden habe. Die kann ich dann jetzt auch noch mit den Resten des Lacks blau machen. Passt da kein 3,5 Zoll PC-Laufwerk? Physikalisch passt das. Du musst natürlich Glück haben, dass der Auswurfknopf an ungefähr der gleichen Position ist, damit das auch mit dem Gehäuse stimmig ist. Aber PC-Laufwerke sind anders gejumpert von Haus aus. Und auch Amiga-Laufwerke sind etwas anders geschaltet. Es gibt aber PC-Laufwerke, die du relativ easy umbauen kannst. Das ist ein bisschen Lötarbeit. Und dann geht das. Ich habe ein PC-Laufwerk umbauen können. Ich glaube, es war eins von Samsung. Das steckt auch in dem ersten Amiga, den ich hatte. Der 15 Jahre im Keller war. Und da hat es sogar mit dem Auswurfknopf gepasst. Und das läuft richtig gut. Das hat toll funktioniert. Bei dem Paddy's Amiga war ja das Laufwerk zum Glück noch sehr gut in Schuss. Das Laufwerk hier hat ja auch beim ersten Mal ausprobieren funktioniert, aber jetzt hat es das Problem, dass es den Diskettenwechsel nicht erkennt. Und ich habe da mal ein bisschen nach gegoogelt und da wird dann immer nur gesagt, ja, mal Kontakte säubern und so, das soll etwas helfen, aber die Aussicht ist meistens gering, dass man das wieder richtig ans Rennen kriegt. Ja, es ist irgendwie, die definieren sich ja, das ist ja irgendwie Laufwerk 0 und Laufwerk 1 und... Das sind so drei Parameter, die geändert werden müssen. Ein Pin ein Ready-Signal muss bei einem anderen Pin noch anliegen und so Sachen. Und ich habe bei meinen Laufwerken geschaut gehabt und ich meine, ich hätte da noch ein Laufwerk gefunden, mit dem das auf jeden Fall möglich ist, dieser Umbau. Aber ja. Kommt Zeit, kommt Amiga-Nacht. Indem ich die Köpfe neu eingestellt habe, war eher eine Fummelei. 100%ig ist es noch nicht. Dafür reicht meine Feinmotorik nicht. Freihändig ist halt blöd. Ich hab ja das von meinem ersten Amiga dann auch erfolgreich kaputt geputzt. Das Einzige, was bei der Karte jetzt noch rot leuchtet, sind die Displayports und Displayport und HDMI-Ports. Diskettenwechsel-Endgegner. Ja, das ist schon ein bisschen kacke. Das ist schon ein bisschen kacke. Ja, hier liegen noch Ultrasoft-Pads rum. Genau, DS1 auf DS0. Jens Herr kann es in Worte fassen, was ich versucht habe zu beschreiben. Genau. Und dann irgendwie Pin 2 und 3, 34 müssen getauscht werden. Ja, irgendwie, und dann irgendwie ein Ready-Signal muss auch auf irgendeinen Pin gelegt werden. Gell? Das wäre für dich zu teuer, oder wäre das was für dich oder zu teuer? 46 Euro nur für ein Laufwerk. Ist schon übel, ne? Ich finde, das ist schon viel. Das ist schon Asche. Da würde ich vorher lieber ein bisschen Zeit in der Hand nehmen und probieren, ein PC-Laufwerk wiederzubeleben. Wie geht's der 3090 AOS? Erfolgreich getestet. Erfolgreich gegen die Wand gefahren. Läuft super. Also, ich denke, ich war jetzt schon ein paar Tage nicht bei ihr, aber ich denke, die ist cool. Ich denke, die ist entspannt. Ich hoffe es doch. Ich glaube. Je älter, desto utopischer die Preise. Ja, ist ja normal. Also...
Krakatennis. Mach die in die Tüte und versteck sie wieder. Die Pets soll ich verstecken. Ja, ja. Pets verstecken wir. Genau. Damit wir sie das nächste Mal wieder nicht finden. Haben wir hier Ton? Oh, Mundtropfen da mit neuem Video. Das ist Ton, ja. Warte, der Ding jetzt wieder aktiviert? Der Hans Wurst? Nee, oder? Wo war die Aktion? Ist nicht so leicht, mit dem Formel-Autos ganz eng zu fahren, ne? Die haben ja kein Bremslicht. Coca-Colica! Weltklasse, danke schön! Danke, Coca-Colica! Moin, Logo! Hier. Interlagos! Hi! Das war die Szene. Die läuft halt Knallgas, 90 FPS, die ganze Zeit konstant, easy peasy, lemon squeezy. Natürlich in Race Room sowieso, aber auch in HCC. Ist ja nur 1440p. Und hier hatte ich einen geilen Moment. Mach mal Quelle, ey. Das ist ja Augenkrebs. Ah. So, Achtung, da vorne, Kontakt. Abbremsen, außenrum! Website. Außenrum! Hold your line. Hold that line. Burnett. Da schreit er euch die Ohren weg. Settings runtergefahren, ja, das ist maxed out. Die Dreierüberholung, ja. Ich meine, Spoiler, die haben mich danach auch wieder geschnappt, weil ich nicht so gut war, aber. Da habe ich mich gefreut. Ah, nicht mich gefreut. Oh. Mann, habe ich mich gefreut. Durch die dick aufgetragene Werbepass. Einfach außenrum. 4 Touchdowns in einem Spiel. Noch mehr Pets hier. Pets hier! Pets gebraucht. Pets gegessen. Ach, hier ist noch das Schälchen. Der Inhalt des Schälchens, welches ich vorhin hier hingeworfen habe. Ach ja, machen Sie Fässer auf. Fässern Sie groß. Where did the Schälchen go? Was ist dein Headset? Sennheiser Game One. Ich kenne Cole, der versucht es immer von draußen. Von aus. Ja, Mann. Ich hab die Situation, ich hab's gesehen, ich hab gesehen. Oh, dachte ich mir, komm, nimmst den Schwung mit. Ja, war ein schöner Moment. Aber anbremsen auf Senna S. Super tricky. Unglaublich tricky. It's tricky, tricky, now here we go. Guck mal, ich hab auch, nee, ist doch kein Bauteil hiervon. Schade, ich dachte. Ich hatte gedacht. Irgendwo war das Schälchen. Da ist es. Warum kann ich jetzt die Schublade nicht mehr rausziehen? Q-Tips blockieren. Ich weiß, dass du keine Glaskugel hast, aber was meinst du? Würdest du auf die 40-60 warten oder jetzt 30-70, 30-80? Schwengeldengel, Schwengeldengel. Also, wenn dann eine 3080 12 GB. Ich habe tatsächlich nur eine sehr, sehr milchige Glaskugel. Und warten kann man immer. Das natürlich. Psyno, guten Abend. Servus. Ich meine, wenn die AMD-Karten gut ankommen sollten und vielleicht eine Verfügbarkeit haben, kann das natürlich nochmal für einen Rutsch sorgen. Ne? Aber leider muss ich auch so ehrlich sein, alle meinen immer, naja, warten wir mal ab. Zu Weihnachten gibt es bestimmt Angebote. Das ist alles falsch. Also, dass zu Weihnachten Hardware günstiger wird, das ist das Gerücht des Jahrtausends. Ja, 3080 Ti ist natürlich ein richtiges Brett. Favor. Airband. Was ist das? Achso, das ist
Stirnlampe. Favour. Trink doch mal das Glas Milch leer. Prost. Eistee? Nee. Kalter Kaffee oder wie? Wie heißt das Ding noch? Hieß das nicht Cold Tea? Cold Tea? Bananarama Man. Danke fürs GG. Danke fürs Abo. Vielen lieben Dank. Prösterchen. Komische Farbe, die Milch. Es wurde mir nahegelegt. Schmeckt gar nicht so schlecht. Boah, Mathe ist sehr nett. Sehr nett zu den Zuschauern, merkst du was? Ich find's gerade gar nicht so schlimm. Aber da ein Schuss rein, hier, so Dingsbums. Amaretto. Ja, wie war das jetzt? Ab 0 Uhr Stream auf YouTube mit der ARK. Genau, wir switchen jetzt auf YouTube. War schön hier auf Twitch, danke für euren Support. Bis gleich auf YouTube. Tschüss. Das ist schon grenzwertig, wenn man das so macht, ne? Aber legitim. Aber wir machen das nicht. Nee, wir bleiben hier. Wir laufen jetzt nicht weg. Aber wir machen jetzt einen Strich unter unseren Talk-Part, glaube ich. Und dann, keine Ahnung, dann schauen wir uns mal an, was da passiert oder halt auch nicht passiert. Bye, bye, Kappa. Ja, ich räume hier noch ein bisschen auf. Was meinst du, hier eine Umfrage machen würdest? Amiga Bastel sagt ja, nein. Ja, nein, vielleicht. Du willst mich doch nur NES zocken sehen. Gib es doch zu. Ich will auch NES zocken. Ich komme aber nicht hinterher. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ich habe mir im Zimmer tatsächlich noch einen... Eins, zwei, drei... einen vierten Rechnerplatz eingerichtet. Das Problem ist, der Rechner, den ich da angeschlossen habe, der hat den Teufel-RAM drin. Die 400-Euro-RAM, die ich wieder haben will, wo ich dachte, verdammte Axt, Bersi-System war so geil, es muss weiterhin so geil bleiben und es war einfach der Griff ins Klo des Jahrtausends. Das System fährt jetzt nicht mehr hoch. Nee, das war der Triton Z Neo, der 3600er, das 64, das 32 GB Kit mit 4x8. Und ich habe jetzt nur zwei Achter da drin. Aber so sporadisch, nö, will ich nicht mehr. Wisst ihr, das ist das Fractal Design Pop Air Gehäuse in Orange. Und ja, hinkommen. Das ASRock Mainboard wird wohl Fritte sein. Hab alles versucht, um den RGB-Fehler zu beheben. Hast du auch RGB-Firmware-Update über Kommandozeile gemacht? Du hattest mir geschrieben im WhatsApp. Sorry, dass ich nicht geantwortet habe. Hast du händisch angestoßen über Kommandozeile? Hast du das schon gemacht? Quasi, wenn du die RGB-Software drauf hast... Da flackern wohl die LEDs oder was? Bei dem Ding. Und Programme x86, ASRock, RGB-LED und dann unter BIN. Und dann gibt es hier nämlich den Write Firmware Badge. Und es ist ganz wichtig, die nicht als Admin auszuführen. Und dann macht man nämlich einen Firmware-Flash. Hast du das schon gemacht? Ja, aber selbst mit zwei Modulen ist der RAM absoluter Käse.
mach das mal. Also installier die Polychrome-Software und dann geh in den Pfad hier und dann startet es. Und ich meine, es gab dann auch mal ein Command, wo man eine Kommandozeile aufgemacht hat und dann hat man hier diesen Batch hier händisch angestoßen. Die LEDs auf der bei der CPU-Spannungsversorgung und auf dem Schützsatz flackert's. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich mechanisch irgendwas im Sack. Ich weiß auch noch, dass es irgendwie gab es ein Command, wo man quasi über die Kommandozeile dann entsprechend diese Flash-Datei hier geflasht hat. Da gab es einen Beitrag im ASRock-Forum. Ich weiß gar nicht, habe ich das nicht auf meinem Sticky Wiki gespeichert gehabt? Wenn ich den finde. Wenn ich die Sticks so sehe, bekomme ich Heimweh. Es könnte sein, dass der Sticky Wiki noch unten steckt. Nein, hier liegt er doch. Hab ihn gefind. Flackert dort die LED mit? Verrückt. Ja, dann ist irgendwas im Argen. Ich weiß nicht, habe ich das hier hinterlegt? Ist hier so eine Textdatei drauf oder sowas? Ja. Ich fand das übrigens lustig. Der Way hat mir ja letztens gemeint, von wegen, ob ich das BIOS auslesen könnte von der 4090 und hat mir da so ein spezielles Tool geschickt. Ende vom Lied war, er schickt mir ein Tool mit irgendwelchen Overclocking-BIOSen. Danach habe ich nicht gefragt. Ich habe auch nicht weiter hinterfragt. Ich muss Zeitprioritäten setzen. Es tut mir leid. Chatbox. Ich hätte schwören können, ich hätte das mal gekopiert. Oh, ein ominöser Key. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte es gemacht. Total veraltet, genau. Benny Gamer, guten Abend. Dankeschön. Das ist 1000 Watt wie BIOS. Ja, ja, genau. Genau sowas. Keine GeForce Experience, aber random Action von random Zuschauern ausführen. Richtig. Habe ich ja nicht gemacht. Bei der Manly kann man das BIOS mit GPU-Set nicht auslesen bzw. speichern. Genau, das war das Problem, ja. Und da sollte es dann ein spezielles Tool geben, aber... Jetzt ist die Karte nicht mehr da. Wo ist denn der Windows Explorer, die Navigationsleiste einfach wegrationalisiert? Was? Sieht das nicht normal aus? Was weiß ich denn? Ich kann mir Dinge nicht merken. Der Sticky Wiki. Ja, Mann. Ja, einmal Sicherheitshaltung aus. Ja, also, das war halt... Wir haben über A gesprochen und du kriegst B geliefert. Dann denkst du, okay, gut, dann besser nicht. Und dann noch über so ein Wurmloch. Freunde! Ich finde meinen Mülleimer nicht. Es wird immer besser. So, hier. Klonk. Pass mal auf, wir machen eine klitzekleine Pause. Und dann sehen wir uns wieder. Dem Geruch nach. Wie riechen eigentlich Ultrasoft-Pads? Wir machen gleich weiter.